Mit Volldampf und Hals über Kopf starten wir hier in diesem Video und damit herzlich willkommen hier aus Trips Drill zu den zwei neuen Achterbahnen Volldampf und Hals über Kopf. Da hinten fährt sie schon. Ja, ich bin gespannt, seit ein paar Tagen sind die Bahnen geöffnet und ja, nun bin ich hier und möchte selber einmal testen und freue mich und viel Spaß. So ihr Lieben, ich komme jetzt gerade aus Volldampf, ja, der Family Brummer Rank hier im Trips Drill. Ja, doch, der ist ganz gut gemacht, ist ganz nett gemacht. Auch dieses Thema ist halt wirklich hier immer noch wieder aufgegriffen, diese Schwäbische, und Thematisierung ist klar, ist noch nicht vorhanden. Das sehen wir auch nachher wahrscheinlich bei Hals über Kopf, ist auch noch nicht so thematisiert. Aber das kommt alles noch. Ja, also, Volldampf. Für die Familie voll und ganz okay. Aber jetzt geht's zu Hals über Kopf. Yippie, los geht's! Ich komme jetzt aus Hals über Kopf, der Inverted Coaster hier in Trips Drill. Leute, was ist das? Das ist ja der Hammer. Das ist ja der Burner, das ist ja der Klopper. Kinders, jetzt mal ohne Scheiß, da fährt sie gerade. Wenn ich das schon sehe, mega geil. Diese Fahrt,
tolle Elemente und vor allem, was ich ja wieder persönlich mega finde mal, es ist eine Bahn, die eine gewisse Länge hat, ja? Die hat eine gewisse Länge, so wie es sein soll. Jo, da ist sie wieder. Verrückt, einfach nur toll. Leute, das ist das Highlight definitiv für Trips Trill und kann man nur weiterempfehlen. Ja, also, na, das ist verrückt. Da, ich finde sie geil. Ich bin gespannt, die Thematisierung ist halt noch nicht, natürlich noch nicht da. Kommt noch, aber auch da würde ich behaupten, dass Trips Trill das wieder richtig geil umsetzen wird. Und vor allem in ihrem Thema bleibt, ne? Im schwäbischen Thema hier. Ja, also ihr Lieben, habt ihr selber denn schon mal Hals über Kopf oder Volldampf live miterleben können? Seid ihr diese schon gefahren? Schreibt dies doch mal in den Kommentaren, wie es euch gefallen hat. Ja, würde mich sehr freuen. Lasst uns ein bisschen drüber mal quatschen. Ja, und in diesem Sinne würde ich sagen, das war's. Und ja, liebe Grüße hier aus Trips Trill. Ciao. Und ihr dürft natürlich teilen und liken, abonnieren.